Deine Toten werden leben. Dieser Satz des Propheten Jeremia steht über unserem heutigen Tag. Ein Satz hineingesprochen in die größte Katastrophe, in eine Zeit von Vertreibung und Krieg und Elend. Deine Toten werden leben. Das hört sich erst einmal an wie eine Vertröstung. Wie eine Vertröstung auf eine späte, ferne Zukunft, irgendwann einmal. Jetzt ist das Elend, aber irgendwann einmal werden die, die jetzt sterben, leben. Eine Vertröstung, wie wir sie oft hören und manchmal auch in Hilflosigkeit weitergeben. Aber schon grammatisch ist das keine Aussage für eine ferne Zukunft. Man könnte es auch übersetzen, deine Toten leben jetzt und sie werden auch künftig leben. Es ist eine offene Zukunft, die schon im Hier und Jetzt beginnt. Aber sehen wir noch einmal noch genauer, was ist denn Tod und Leben? In der Debatte über Organspende kommt es immer wieder hoch, die Frage, wann ist denn ein Mensch tot? Mediziner sagen, wenn das Gehirn tot ist. Für uns ist es eher deutlich, wenn das Herz aufhört zu schlagen und der Atem nicht mehr geht. Aber vielleicht können wir den Begriff des Todes im theologischen Sinne noch viel weiter fassen. Tot ist, wer keine Beziehung hat. Tot ist, wer nicht mit Gott oder Menschen in Beziehung steht, wer nur noch auf sich selbst fixiert ist. Wer so lebt, da ist es auch egal, ob er oder sie lebt, weil es niemand merkt und niemanden interessiert. Tod als das Fehlen von Beziehung und Leben als das Herstellen von Beziehung. Wenn Gott verspricht, deine Toten leben, dann ist das sein Angebot einer Beziehung, sein Angebot einer liebevollen Beziehung. Ich bin mit euch Menschen in Kontakt und ich schenke denen, die jetzt vor Angst wie erstarrt, wie gelähmt, wie tot sind. Ich schenke denen, die hoffnungslos sind und keine Kraft, keine Lust, keinen Sinn im Leben mehr sehen. Ich schenke denen neues Leben. Gottes Zusage betrifft nicht eine ferne Zeit und betrifft uns nicht erst, wenn unser Atem, unser Herz, unser Hirn aufgehört haben zu arbeiten. Gottes Zusage betrifft uns Menschen schon im Hier und im Jetzt.
Ich biete euch Beziehung, ich biete euch an, dass ihr euch an mich wenden könnt und ich biete euch, dass ich euch sehe und höre, dass ich wahrnehme, wie es euch geht. Und in dem Moment, wo die, die vor Angst erstarrt sind, in einem ersten Seufzen sich Gott zuwenden und sagen, ach Gott, hilf, in dem Moment gehen sie in Beziehung, in dem Moment ist klar, wir sind in Kontakt mit Gott. Gottes Zusage zum Leben, nicht erst in ferner Zeit, sondern im Hier und Jetzt. Wie groß ist Gott, der stärker ist als alles, was uns am Leben hindert. Amen. Wir lachen, wir feiern dein Angstgesicht, wir lachen nicht.